Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warface, ja, zu einer neuen Folge. Und ja, heute haben wir auch mal wieder einen neuen Modi. Und dieser Modi, das ist auch der letzte Modi, den ich vorstellen werde. Und wir werden natürlich gleich über den Haufen geballert. Was auch ziemlich normal ist. So, ich verziehe mich. So. Ja, im Grunde, wie heißt der Modi? Der heißt im Grunde meines Wissens Erobern. Und dieser Name sagt auch schon mal wieder mehr als 1000 Worte. Wir können hierbei wirklich sagen, dass der mehr sagt als 1000 Worte. Nämlich, es ist im Grunde so wie mit Bombenlegen. Es gibt ein angreifendes Team, es gibt ein verteidigendes Team. Es gibt... da wollte man eben gerade wieder beleben und dann das. Schlechtes Team, nein, Scherz. Nein. Es gibt ein angreifendes Team, ein verteidigendes Team. Es gibt nur einen Unterschied. Es gibt nämlich keine strategischen Punkte, sondern es geht darum, um so ein Bomben, um so eine kleine Bombe, Atombombe. Also wenn ich dem radioaktiven Symbol da drauf vertrauen darf. Da. Ja, und ich glaube, ihr könnt es auch schon denken. Genau, das angreifende Team muss es nämlich schaffen, die Bombe an sich zu nehmen. Also das angreifende Team muss es schaffen, die Bombe an sich zu nehmen und sie zurück zu seinem Stützpunkt zu bringen. Und das verteidigende Team muss dies natürlich unterbinden. Ist ja klar. Wo ist der hin? Okay. Hilfe. Fick dich. Arschloch. Wirft er einfach eine Nade rein. Da wirft der Kerl einfach eine Nade rein. Sag mal, der kleine Arsch. Würde ich zwar auch immer machen, da sofort eine Nade reinzuschmeißen, aber geht doch gar nicht. So, nee, dann kann ich wenigstens in Ruhe weiter erklären, worum es hier nämlich genau dreht. Ja. Im Grunde, wie unterbindet man es, dass ein Gegner die Bombe, also dass ein Mitglied des angreifenden Teams die Bombe zurückbringt zu seinem Stützpunkt, ganz einfach mal knallt ihn ab, schießt ihn über den Haufen etc. Ich glaube, ihr wisst schon, was das bedeutet, also einen auf Ballermann machen. Und da muss man die Bombe wieder einsammeln, die wird dann sofort wieder zurück zu dem Stützpunkt der verteidigenden Spieler gebracht. Der Sprengkopf wurde uns abgenommen. Ja. Ansonsten eigentlich auch eine ganz nette Eigenschaft, die ich aber auch liebe an diesen Spielen, ist nämlich, ja, ich glaube, ihr habt es schon gesehen, es gibt hier wieder mal den endgültigen Tod, heißt, wenn man einmal über den Haufen geschossen ist, über den Haufen geschossen wurde, dann ist man raus für die Runde. Dann ist man wirklich erstmal für diese Runde raus, außer halt eben ein Medic belebt einem wieder. Gut, dass ich aber faul bin, wie scheiße. Oh Mann. Die holen sich hier, wecken gleich den Briefkasten hier. Unsere liebe Briefbombe. So. Was? Ich liebe dieses Gewehr. Ich habe schon häufiger gesehen, wie präzise man mit diesem Gewehr schießen kann, aber es ist toll. Ja, ansonsten eigentlich, ich muss ja gestehen, ich finde, ich liebe ja diese, du bist wirklich richtig komplett tot Sache. Die mag ich wirklich. Ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt, mit dass ich diese Waffe hasse. Nein, dass ich mich halt eben richtig darüber freuen würde, wenn man das im Team Deathmatch auch so einstellen könnte mit dem endgültigen Tod. Das finde ich richtig cool. Klar, die Runden würden relativ schnell vorbeigehen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist auch etwas schade. Aber ich finde das eigentlich, ich feiere das richtig, weil man damit deutlich mehr Strategie vorangehen muss. Anders wie so ein bescheuerter Sidron hier, der immer in die Gegner reinwetzt. Ja, schon ein bisschen ironisch. Er liebt das, aber verkackt er noch. Gnadenlos. So, süß, wie sich da die Gegner wie sich da die Spiele auseinander gehen. Schade. Ja, und ansonsten eigentlich, ich habe jetzt übrigens auch die Jubiläumswaffe von der Shotgun hier, von der Richmond 870. Ich habe mir die einfach mal geholt, weil, warum denn nicht? Okay. Das gefällt mir nicht. Das ist wirklich ein Brennpunkt, ja.
Noch nö, ich hab den doch sogar getroffen. Naja, da sich zu verkämpfen ist eigentlich relativ scheiße. Es ist zwar eine ganz gute Idee, aber das Problem ist, man muss wirklich einen Kopftreffer hinlegen, damit der dann wirklich stehen bleibt. Seht ihr? Bloßes Draufschießen bringt da nicht viel. Es war eine ganz gute Idee, sich dort zu verstecken, aber es ist, es bringt einfach herzlich wenig. Und mit herzlich wenig meine ich wirklich auch herzlich wenig. So, ich habe die Map schon öfter mal gespielt. So, wir rennen jetzt hier lang. Rennen jetzt hier um die Ecke. Rennen hier natürlich wieder direkt dem Gegner in die Hände. Wie ihr seht, ich habe die Map schon vollkommen durchgespielt. Nein, normalerweise renne ich jetzt da hoch und ja. Greife mir den Briefkasten von hinten. Briefkasten, ja, ich sag dazu Briefkasten. Tut mir leid, Leute. Es ist ja eigentlich eine Bombe. Die Briefbombe. Ja. Greifen von dort an die Briefbombe und meistens sind die Gegner dann so dermaßen miteinander beschäftigt, die anderen Spieler, dass ich dann einfach durchsprinten kann. Klappt nicht jedes Mal, wie ihr seht. Ich sollte nicht da lang rennen, das ist etwas ungesund. Hey, Kumpel. Ich glaube, da haben wir beide einfach nicht realisiert, dass wir Gegner waren. Passiert auch manchmal. Ist immer wieder lustig, wenn das passiert. Wenn man dann wirklich... Ja, ich verfehle mit einer Shotgun im Nahkampf. Das ist eine Katastrophe, wie ich spiele. Eigentlich würde ich jetzt hinten rum lang rennen. Ich würde jetzt eigentlich durch den Safe rennen. Weil... ja... Damit rechnen die meisten Gegner nicht. Also es ist tatsächlich so, die meisten Gegner wissen einfach nicht, dass man da hinten auch lang kann. Und die Folge ist schon vorbei. Ja, ist war jetzt eher aber auch nur eine kleine Vorstellung des Modis insofern, ja. Aber kann durchaus mal öfter kommen. Wir sind zwar katastrophal gescheitert, also das war jetzt echt... Oh. Ja, und natürlich auch ein Team muss 6 Runden gewinnen. Dann ist vorbei. Ciao, bis zur nächsten Folge.